Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Malte und Portia. Ja, ich bin hier auf der Startlinie. Es sollte doch hier um 13 Uhr losgehen. In 20 Minuten beginnt das Rennen, okay. Ich hoffe, ich kriege halt ein Tier. Das wäre halt echt praktisch. Stell dir mal vor, ich darf da jetzt gleich rennen. 10 Minuten bis zum Beginn des Rennens. Ich sehe mich schon so verkacken. Ah, ich meine, die Marathon so. Okay, ich krieg ein Pferd gestellt. Okay. Ich habe hier auch so ein Ausdauerfenster. Also ich habe das ja schon mal gespielt. Alter, das Viech ist ein bisschen schnell. Okay, jetzt hat es keinen Ausdauer mehr. Okay, jetzt auch wieder. Wie rund muss ich denn da laufen? Bin ich Erster? Nicht Erster? Ich habe keine Ahnung, ob ich gerade Erster bin oder nicht. Das ist nicht cool. Ja, cool. Ich bin bei 88 und Buwa ist bei ach, auch bei 88. Ich weiß nicht, ob der mich gleich im Boot. Ja, tut er. Okay. Boah, ich habe mich hier verfangen. Wenn ich mich jetzt ernsthaft, weil ich mich da verfangen habe, verliere, das ist äußerst kacke. Ja, ich bin Zweiter geworden. What the hell? Bestätigen. Obstsalat. Machen wir heute nochmal das und morgen machen wir mal das andere. Okay, endet um 16 Uhr. Fahre ich mal zu den anderen hin, ob ich mich dafür vielleicht noch eintragen kann. War auf jeden Fall ein interessantes Rennen, muss ich schon sagen. Wie ich eigentlich immer vorne lag und dann kam der Busch, wo ich mich verkantet habe. War super. Jetzt hätte ich ein Pferd wie Epona. So. Und kann ich mich da registrieren? Da. Okay, auch bis 16 Uhr. Ich dachte, dann kann ich eigentlich da oben gleich ein bisschen Sachen sammeln, wenn ich schon mal da bin. Bisschen Zellulite. So. Wenn die Wüste fahren wollte, das bringt es nicht mehr. Die Sachen ernten geht immer. Wenn hier was wäre, aber hier ist ja gerade gar nichts. Ach, da unten sind ein paar. Und dann hole ich mir lieber noch einen normalen Stein oder so. Dann kann ich wieder Talismänner machen. Weil das brauche ich ja irgendwann, das vulkanische Gestein und so. So, nochmal und nochmal. So, dann fällt hier noch ein Bäumchen. Irgendwie muss man seine Energie ja loskriegen. Pupun des Harz braucht man ja auch hin und wieder mal. Selten, aber man braucht es. So. Okay. Ich bin echt froh, dass wir diesen Bohrer haben. Das erleichtert so viel meine Arbeit. So, jetzt fahren wir einfach heim und machen da normale Steine und so. Machen einfach mal diesen Weg breit zur Baumschule hoch. Hey, da liegt Kacke. Da liegt insgesamt voll viel Kacke. Diese ganzen Pferde dahin geschissen oder was? Also ich brauche das ja eh irgendwann mal für Dinge. Papayasamen, das würde auch nicht liegen. Da soll ich jetzt am Morgen drüber reiten. Ja, schöne Scheiße, ganz ehrlich.
Also ich weiß nicht, wie auf diese Idee dieses glorreichen Festes hier gekommen ist, aber das ist kein festes. Beschissen ist das. Da. Magnesiumpulver. Ja, dann tun wir das mal alles weg kurz. Wo ich denn essen? Hack. So, ich musste immer schon, dass ich Acker mische irgendwo. Weiß nicht, ob der heute nochmal zu mir runterhüpft. Ah, da ist er ja. Verbessern. Ich weiß nicht, nee, du brauchst 1 und 4, dann kann ich den verkaufen. Aber schau mal, ich habe gerade noch einen Bambus-Papaya gefunden. Oh nein, den musst du ganz als letztes, glaube ich. Sommer, Frühling. Okay, noch, dann nach da hinten. Okay, da ist Ginger. Kann ich hier vielleicht mal einen Chip verkaufen? Nein, aber ich kann da Ginger eine Regenbogenlimonade kaufen und dir schenken. Aber heute ist ja ein Feiertag, da kriegt die Gute auch doppelte Punkte. Ja, nicht, dass das viel bringen würde, aber. Okay, du hast schon seit einer Stunde zu, aber okay. Gut, dann sammle ich jetzt einfach noch ein bisschen Holz und so. Antoine versteckt sich wieder hinter dem Baum. Der Typ. So. Einmal hier. Den noch schön abholzen. Ach, ich bin von Bienen eingegriffen. Das ist aber schön. Schon lange nicht mehr passiert. Sollte das jetzt mal in Zelda passieren. So. Ich muss echt schauen, dass ich irgendwie das Zelda halt in der Welt von Pirone wahrscheinlich dann ohne euch spiele und dann gibt es den halt dann auf YouTube. Muss man halt einfach mal mit leben, finde ich jetzt aber auch nicht so schlimm. Ich meine, früher habe ich ja komplett nur auf YouTube und nicht im Stream gespielt und muss ja eigentlich schon passen. Außerdem habe ich jetzt dann eh mal das Glück, dass ich mal wieder ein paar Tage kein Internet habe. Das heißt, ich werde dann ganz viel aufnehmen. Und das dann halt erst hochladen können, wenn ich wieder Internet habe. Und bis dahin kann ich ja wohl aufnehmen. Das ist ja kein Hindernis, dass ich mal ein bisschen viel aufnehme. Wie denn so 2 Wochen so ungefähr so sein? Da ich mal ein paar Tage kein Internet. Und dann nehme ich halt offline auf. Easy, ja. Und dann mache ich das vielleicht von Zelda oder ich mache Spiel zum Beispiel Porty oder so. Ich muss mal schauen, ob ich das dann genau mache. Das Spiel Pumpkin Days, weil das ja auch so gerne so leckt. Also irgendwas werde ich halt offline spielen und dann seht ihr es halt dann nur auf YouTube und das ist aber dann, glaube ich, auch nicht das Schlimmste, was passieren kann. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte eigentlich der Lucy für morgen eine Kristallhalskette machen. Dass sie sich freut. Rosebahn. Dann schön, wenn Akdan das auch noch gleich auffüllen könnte. Finde ich wunderschön. Wie man sein Ack so gebrauchen kann. So. Sonnenseite. Stell wieder her, was du willst. So, 50. Davon hatten wir halt nur 16, das kostet halt wieder Schmiermittel, deswegen haben wir davon zu wenig. Lagerungen. Nochmal. Die Lagerung könnten wir eher gebrauchen, gell? Mal können bleiben, ja, aber ganz ehrlich, was für euch denn bleibt. Jetzt können wir dann mal schauen, ob wir das andere vielleicht schon herstellen können. Ist ja niemand da. Okay, das wollte ich ja auslaufen lassen. Gummiriemen und Rahmen und Hüllen. Wenn ich einfach mal den mache. Ich glaube, 2 Stahlhüllen sind es. Und dann Gummiriemen.
Was müsste auch da. Ach ja, hier. Mit 6 Stück waren's. Könnte mir das nämlich auch demnächst mal wegbringen. Das wäre vielleicht auch eine Idee. Förderband. Und für die andere Tusse. Ach, ich brauche 3 Dinger. Okay. Wollte ich eine Kristallhalskette machen? Ja, ist ja absolut kein Problem. Ich meine, ich habe sogar einen Kristallbaum hier irgendwo stehen. Dann gehen wir mal zum guten Chango und geben ihm das. Easy. Läuft. Chango. Er ist mein Bekannter geworden. Ja, bist schon fast fertig. Okay. Freunde? Missionsmäßig? Musst du es okay. Musst du finden. Der zufällig hier. Der ist doch gerne mal hier, wenn die anderen hier sind. Und hier die High Society ist das Martha. Die verzockt ihr ganzes Geld. Schauen wir mal nach oben. Ich hoffe, ich komme noch in die Wohnung rein, aber ich glaube es kaum. Nee. Hat schon geschlossen. Der Bruce, der ist halt einfach ein schlechter Diener. Der hat halt keinen Bock, irgendwie pünktlich da zu sein. Weiß ich nicht. So, ich glaube, eine Energielampe steht auch schon auf meinem Grundstück. Dass sie kann irgendwann mal zu einem kreativen Zeitpunkt verschenkt werden. Ja, da steht sie. Gut, das kann weg, das kann weg. Ah, ich könnte eigentlich gleich das Essen ausstellen fürs Fest. Nehmen wir mal alles raus. Und dann wird das alles mal aufgestellt. Organisieren wir mal. Ich gebe auch gerne einen meiner Apfelringe ab. Okay, ich gebe auch noch gerne ein bisschen mehr davon ab. Was kriegen wir eigentlich auch noch? Das kriegen wir noch richtig easy hin. Das kriegen wir richtig easy hin. Davon haben wir viel, davon haben wir viel. So. Komm hier eh nicht alles, das heißt, ich brauche dann eh nicht nachfüllen. Dann haben wir eigentlich alles erledigt. Dann können wir schlafen gehen. Maschinen laufen ist das Wichtigste. Warte, ich könnte gleich noch das Getriebe herstellen. Weil vielleicht ist ein Dana morgen in der Stadt, weil es Samstag ist oder so. Und dann könnte ich das gleich noch der Dana dann mitgeben. Aber ich muss es eh installieren. Na, was soll's. Förderband und noch ein Getriebe. 2x Flaschenzug brauchen wir noch. Okay, ich bräuchte 2 Flaschenzüge. 2 Flaschenzüge. Getriebe bauen. So, und jetzt können wir schlafen gehen. Höchste Zeit. Ach ja, mein Bett ist immer noch abgefuckt wie am ersten Tag, aber ich bin reich. Okay, 1 Stunde bis zum Landrennen. Ich melde mich gleich unten bei den Landrennen an, dann rennen wir später raus zu dem anderen Landrennen. Ich muss halt jetzt mal ganz kurz stehen lassen, meine ganzen Sachen.
Aber es ist ja ein besonderer Tag und so ein besonderer Tag erfordert besondere Maßnahmen. Ich hoffe, alle haben heute einen großartigen Tag, ja. Okay. Ich dachte, ich kann mich jetzt gleich einschreiben. Wow, deswegen war Django so langsam mit dem neuen Rezept, ja. Unverschämtheit, dieser Django. Das ist auch keiner da, den ich brauche, weil ich ja zum Beispiel zu guten Lucy möchte. Na gut, dann machen wir an dieser Stelle mal einen Cut und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht. Bye, my time report. Bis dahin. Bye.